Ja, ein Hallöchen da draußen und willkommen zu den neuen Friday Facts hier am Freitag. Die letzten zwei Wochen sind leider ausgefallen. Sorry dafür, ich war krank. Dementsprechend fehlt Friday Facts 380 und 381. Ihr seht, momentan gibt es nicht mehr dazu. Wir haben jetzt 12.16 Uhr. In den normalen Regelfällen sollte um Punkt 13 Uhr hier eine neue Friday Fact stattfinden. Und ich dachte mir kurz, nur als kleines Opener, bevor wir dann in die frischen Friday Facts reingehen, schreibt mir doch einfach nochmal in die Kommentare rein, ob ihr noch sehen wollt, wie ich mir die anderen zwei Sachen angucke, beziehungsweise was so meine persönlichen Meinungen sind zu den Remote Views oder auch zu der Space-Plattform. Es sieht, nur um es kurz zu sagen, auf jeden Fall sehr interessant aus. Es sind wieder richtig schöne Neuerungen mit dabei, die eigentlich nur das Spiel noch besser machen. Aber einfach, ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Punkt 13 Uhr geht's dann los. Dankeschön. Friday Facts 382. Logistikgruppen, und damit sind wir auch schon wieder zurück. Es ist 13 Uhr und es gibt eine neue Friday Fact Folge zu finden hier auf der gutenfactorio.com Seite. Natürlich wie immer von Google Translate übersetzt. Dankeschön dafür. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, gucken rein. Ich meine, es fängt ja schon mal sehr interessant an mit diesem wunderschönen, beweglichen GIF-Screenshot, wie sich so eine Weltraumplattform einfach selbst baut. Sehr interessant, Erläuterung zur Weltraumplattform. Hier geht es quasi darum, was in die letzte News 381 nicht mehr reingepasst hat. Die war ja schon sehr, sehr groß, sehr, sehr informativ, sehr, sehr coole Bilder dabei, Grafiken und Funktionalitäten wurden da geklärt. Und hier geht es jetzt einfach noch ein bisschen weiter, weil ich denke, es gibt noch einiges zu erzählen, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und wir werden da einfach uns jetzt peu à peu einfach mal durchgehen. Hier werden noch ein paar Fragen gestellt, die jetzt hier in Weißer gestellt werden. Ich gehe einfach mal drauf ein und sage, wenn die blauen Wissenschaft zur Rakete führt, bekommen wir dann fortschrittlichere Dinge wie Strukturen mit geringer Dichte und Raketensteinheiten früher oder sind Raketen anders? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Strukturen mit geringer Dichte sind eine blaue Wissenschaft. Raketenkontrolleinheiten wurden entfernt. Und stattdessen werden Verarbeitungseinheiten verwendet. Okay, also man hat hier einfach was rausgeschmissen, beziehungsweise einfach was ersetzt. Darüber hinaus haben wir die Kosten der Raketen um das 20-fache gesenkt. Dadurch soll der Fokus auf Raketen verringert werden, da sie irgendwann auf jedem Planeten Raketen produzieren, ziemlich viele Raketen schicken müssen, um ihre Plattform zu bauen und Dinge zwischen den Planeten zu transportieren. Okay, also man bleibt bei dem Konzept der Rakete. Ich hätte mir ja eher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Rakete nur brauche, um quasi die Plattform zu bauen. Und dann hätte ich aber irgendwie erwartet, dass ich dann so Art Transportschiffe zwischen den Plattformen schicken kann. Hätte ich jetzt irgendwie cooler gefunden. Wobei man dann wieder sagen muss, wird es dann obsolet, was die Raketen betrifft, weil dann schicke ich eine Rakete in den Orbit und dann ist die da und dann brauche ich die Rakete nicht mehr. Von dem her, wahrscheinlich hat man sich deswegen auch dagegen entschieden. Und deswegen bleibt man wahrscheinlich bei den Raketen. Ist auch nicht verkehrt. Ich meine, dadurch, dass die Raketen jetzt günstiger sind, ist es ja auch schon mal eine gute Sache. Weil wenn man bedenkt, ganz am Anfang, wenn man die erste Rakete hat und man hat jetzt noch nicht die mega krasse Fabrik, die da, ich sag mal, in einer Minute 10 Raketen hochballert oder mehr, dann kann das schon lange ziehen. Deswegen gute Entscheidung, dass da auf jeden Fall die Kosten gesenkt wurden. Wir sehen nun Geschütztürme auf den Plattformen. Sind Lasertürme gegen Asteroiden wirkungslos? Oh, interessant. Jede Asteroidengröße hat eine andere bezückte Waffe. Lasertürme sind nur gegen kleine Asteroiden wirksam und die mittleren benötigen mindestens einen Geschützturm. Da die Energie auf den Plattformen recht knapp ist, ist es normalerweise eine bessere Strategie, sowohl für kleinere als auch für die mittleren Asteroiden nur Geschütztürme zu verwenden. Auf einigen der gefährlicheren Routen wird es auch große und riesige Asteroiden geben. Und diese werden noch schwerere Waffen erfordern, aber dazu später mehr. Das heißt, wir werden eventuell neue Waffen kennenlernen oder bereits vorhandene Waffen in Turmform sehen. Ich denke da jetzt mal an einen Raketenturm zum Beispiel. Den gibt es nicht. Es gibt einen Raketenwerfer, aber keinen Raketenturm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das machen. Oder vielleicht auch in Form von Artillerie, wobei ich sagen muss, wenn ein Asteroid kommt, Artillerie ist ja zu weit weg, sage ich mal. Wahrscheinlich. Ich könnte mir gut vorstellen, einen Raketenturm da in Zukunft sehen zu können. Und vielleicht gibt es den Raketenturm dann auch auf dem Planeten gegen Aliens. Ich bin eh gespannt. Ich meine, wir haben andere Planeten. Es wäre schon komisch, wenn auf jedem Planeten die Bugs sind. Also,
Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das gelöst haben. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Planet wird friedlich sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Planet ganz, ganz andere Arten von Gefahren besitzt. Aber das werden wir mit Sicherheit noch in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monaten erfahren. Können wir mit dem Frachtraumerweiterung nicht das eine große Inventar als Teleporter verwenden? Oder? Wir sind keine Neulinge. Warum glauben Sie, dass ein Güterwaggon nicht im Weltraum platziert werden kann? Für den Zugriff auf die Artikel mit Kuvertieren kann nur der zentrale Hub verwendet werden. Es kann auf kleinen Plattformen genutzt, aber nicht skalierbar missbraucht werden. Okay? Warum können Weltraumplattformen keine Löcher haben? Der Grund liegt einem Gameplay-Motivation. Wenn sie Löcher in der Weltraumplattform haben können, würde das im Grunde bedeuten, dass sie einen sehr komfortablen, geräumigen Aufbau schaffen und einfach alles nicht verwendete Fliesen entfernen können, um das Gewicht der Plattform zu reduzieren. Wir wollen das Minispiel des Bauens, eine gerüstbasierte Minifabrik auf begrenztem Raum, vorantreiben. Bisher erscheint es eine Aufgabe, wie vorgesehen, zu erfüllen. Finde ich auch völlig in Ordnung. Weil wir sind ja eh ein bisschen geübt, durch unsere Factorissimo-Gebäude auch kompakt bauen zu können. Von dem her, ich finde das eine gute Sache. Ich meine, ganz ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Factorissimo-Gebäude auch dafür als Mod da sind. Dann sehen wir Factorissimo-Gebäude auf den Weltraumplattformen. Würde mich nicht wundern. Tragfähigkeit der Raketen. So definieren sie überhaupt die Kapazität. Die erste offensichtliche Frage ist, wie viel eine Rakete transportieren kann. Wir wollen einfach sicherlich, dass der Transport von der Oberfläche in die Umlaufbahn teuer wird. Das bedeutet, dass die Rakete nur eine kleine Menge an Gegenständen transportieren kann, weshalb die relativen Kosten für den Transport verschiedener Gegenstände sehr wichtig sind. Die offensichtliche Wahl besteht darin, die Rakete einfach so einzustellen, dass sie eine feste Anzahl an Gegenständenstapeln trägt. Es wäre eins, aber das wäre einfach nicht machbar, weil der Transport einiger Gegenstände wäre zu teuer, Wissenschaftspakete billiger, Zwischenprodukte wie Schaltkreise und so weiter. Manche Gegenstände wären viel zu billig, wenn man einen eigenen Stapel in einer Rakete transportieren könnte. Reaktor, Schienenrampen und so weiter. Ja, das stimmt. Manche Gegenstände dürften zu schwer sein, um sie überhaupt als Ganzes transportieren zu können. Die Idee, eine ganze Raketensiedlung in eine Rakete zu transportieren, ist selbst Faktorien zu viel. Ah, okay, verstehe ich. Ist ja auch sehr komisch, weil die Rakete kommt aus einem Raketensilo und kann ja dann selber kein Raketensilo sich beinhalten. Also finde ich gut, dass sie da auf die Logik gehen. Da wir über Recycling verfügen, wäre es effizienter, einige ressourcenintensive Gegenstände wie zum Beispiel Express-Untergrundbänder zur Wiederverwertung in das Eisen am Bestimmungsort zu überführen, als das Eisen einfach direkt zu versenden. Wir können auch die Stapelgröße manipulieren, um die gewünschten Verhältnisse zu erreichen, aber das würde das Gleichgewicht zwischen Zügen und Gürteln und mehr verändern. Ja, fände ich auch nicht gut, wenn ich auf einmal, ich sag mal, ich habe im Gürtel bzw. im Zug in einer Kiste 200, beziehungsweise ich spiele zu oft Mod. Waren es nicht 50? Ich glaube, der hat auch 50 auf Stapelgröße und die Rakete kann ich auf einmal 1000 reinpacken. Warum? Warum sollte man das machen? Gewichtssystem. Wir entschieden uns für das Axiom, dass die Raketen 1000 Kilogramm Güter befördern kann und balancieren den Rest darauf aus. Wir haben damit begonnen, das Erdgewicht auf 2 Kilogramm pro Gegenstand festzulegen, sodass 500 Gegenstände, also 10 Stapel, in eine Rakete passen. Anschließend haben wir eine automatisierte Formel erstellt, um das Gewicht der Artikel anhand ihrer Rezepte abzuleiten. Bei vielen Artikeln sind der Prototyp auch bestimmte handverlesene Gewichte definieren. Also interessant, klar, wenn ich natürlich das Erz habe, das 2 Kilo ist, und ich sage, okay, aus einem Erz kriege ich so und so viel Platten etc. und das Gebäude kostet so und so viel Platten etc., dann könnte man theoretisch sagen, ich kann es ja aus den Grundeinheiten berechnen. Dadurch entstand eine Art grobe Basis zum Testen und wir haben dann viele Dinge stark verändert. Die meisten nicht mittelschweren Gebrauchsgegenstände wurden auf höchstens einen Stapel pro Rakete gekürzt. Viele Dinge wurden aufgerundet und so weiter. In einigen Fällen haben wir die Dinge stark verbogen. Wissenschaftspakete sind teurer, aber sie können nicht recycelt werden. Also haben wir erlaubt, dass 1000 in eine Rakete passen. Module sind teurer, aber in einer ganzen Stapel passt eine Rakete, weil das Recycling von Modulen einfacher albern ist. Okay, jetzt zum Raketenbefüllen. Momentan kennen wir ja eigentlich nur die linke Seite von einer Rakete. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die Rakete zu befüllen, manuell und automatisch. Im manuellen Modus können Sie einfach eine beliebige Mischung von Gegenständen einsetzen, solange dies den Limit entsprechend und einen Knopf drücken, um die Rakete zu einer Weltraumplattform zu schicken. Also sieht man ja hier, haben wir hier Maximalkapazität von 1000 fast erreicht. Wir können hier launchen und wir können sagen Travel to Space. Interessant, dass wir hier zwei verschiedene Knöpfe haben, weil ja, beides ja
nach oben geht. Ich bin mir noch nicht sicher, warum wir zwei Buttons haben. Klar, Travel to Space geht. Mal gucken. Im automatischen Modus fordert das Raketensilo nur einen Gegenstandstyp an, basierend auf den Anforderungen der umlaufenden Plattformen. Oh. Oh. Standardmäßig wartet es vor dem Start immer, bis das Raketenkapazität voll ist, um keine Raketenkapazität zu verschwenden. Für besondere Fälle haben wir die benutzerdefinierten Minimalnutzlast hinzugefügt, um einen niedrigeren Startschwellwert festzulegen, was für sehr teure Artikel mit geringem Durchsatz nützlich sein kann. Wo mache ich das? Hier. Ah, das ist schon geil, dass man es hier nach Qualität auch filtern kann, ne? Oh, hier. Oh, ich freue mich so sehr. 50 oder unendlich. Okay, also könnte ich auch sagen, die kann bei 50 schon los. Import from. Okay, das heißt, auf der Weltraumplattform kann ich quasi hier, Orbital Request, kann ich sagen, ich fordere von diesem Planeten jetzt, was weiß ich, hier die Greifer an. Und ich hätte gern so viel. Oder halt, ne, je nachdem. Sie können einen nicht standardmäßigen Betrag auswählen, der zum Senden einer Rakete erforderlich ist. Mit der Auswahl importieren von kann der Spieler angeben, welcher Planet zur Erfüllung dieser Anfrage verwendet wird. Dies wird später wichtig sein. Bin natürlich auch gespannt, wie es dann in die andere Richtung ist, also auf den Planeten schicken. Der Start in den Weltraum erfolgt mit denselben Raketen wie bei normaler Fracht. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche einfach Reise ins All und wählen Sie Ihre Zielplattform aus. Bei der Ankunft sitzt der Charakter sicher angeschnallt in der Plattformnarbe. Narbe? Ja, okay. Das Gewichtssystem impliziert jedoch, dass der Spieler möglicherweise Gegenstände im Wert von Tonnen von Raketen in seinem Inventar haben kann, sodass es bei einer Reise in den Weltraum nur seine Rüstung und seine Waffen mit sich führen kann. Nichts anderes. Nicht einmal Munition. Das heißt, ich lande auf, wenn ich zum ersten Mal auf dem Planeten lande, auf einem anderen Planeten, habe ich keine Munition dabei. Das ist heftig. Das ist heftig, okay. Das letzte ungeklärte Puzzleteil ist die Art und Weise, wie Gegenstände aus dem Umlaufband zurück an die Oberfläche transportiert werden. Dies geschieht mit Frachtlandeplatz, einem speziellen Gebäude, das mit Frachträumen wie dem Raumplattform-Hub erweitert werden kann. Und was noch wichtiger ist, Sie können nur einen pro Planeten haben. Oha, okay. Das heißt, wir haben hier unsere Rakete. Die schickt das hier auf unsere Plattform im Orbit. Von der Plattform im Orbit aus schicke ich das zur nächsten Plattform bei einem anderen Planeten. Und von dort aus geht es quasi als, ja, so eine Art Cargo-Drop. Ne? So einfach so ein Päckchen mit Fallschirm quasi runter. Ab da unten rein. Die Beschränkung auf nur einen pro Planet mag seltsam klingen, aber wir finden es einfach passend, weil es sonst, das haben wir versucht, zu bequem ist, sie überall zu platzieren, um die importierten Gegenstände genau dort zu haben, wo man sie braucht. Und zwar in der spät im Spiel ist es schön, diesen einen sehr geschäftigen Logistikknotenpunkt in ihrer Basis zu haben. Ich finde es auch cool und eine gute Entscheidung, dass ich nicht mehr bauen kann. Vor allem ist es dann später auch viel zu kompliziert, wenn ich dann 10 Stück auf Planeten habe. Ich muss zig Sachen einstellen, ja, das soll dahin, das soll dahin, das soll dahin, oh Gott. Und dann suche ich mich nachher so blöde, weil ich irgendwo was falsch eingestellt habe. So habe ich einen Knotenpunkt, wie sie es sagen, einen Knotenpunkt als Logistik in der Mitte. Und von dort aus verteile ich dann einfach ganz normal. Finde ich gute Entscheidung. Der Landeplatz hat logische Anforderungen, die von Planeten im Orbit erfüllt werden. Einleger können Artikel direkt daraus entnehmen und es fungiert auch als Bereitstellungskiste, wenn es sich in einem Logistiknetzwerk an der Oberfläche befindet. Also auch wunderbar, man muss jetzt nicht noch irgendwie mit Greifern das rausholen und dann in irgendwelche Logistikkisten packen. Es funktioniert auch so sehr gut. Das interplanetare Logistiksystem funktioniert gut, aber Spieltests haben ein kritisches Problem aufgedeckt. Jetzt bin ich gespannt. Wie Sie sehen, ist dies mittlerweile ein wiederkehrendes Thema. Spieltests und iterative Verbesserungen sind einfach erforderliches Werkzeug, um Probleme aufzudecken, um etwas Spielbares zu entwickeln. Macht ja auch Sinn. Das Problem, das wir entdeckt haben, besteht darin, dass das System viele Punkte hat, an denen Sie denselben Artikelsatz anfordern müssen. Und wenn Sie ihn einmal aktualisieren müssen, ist das eine lästige Pflicht und führt zu Chaos. Und dieses Problem ist nicht nur für den Weltraum relevant, da eine Gruppe von Spidertrons mit Logistikanfragen das gleiche Problem hat, was zu der lästigen Aufgabe führt, alle Anfragenentitäten einzeln durchzugehen und durchkopieren und einfügen. Eine zu übersehene Gruppe und Einfügung von Chaos. Ja, das ist wohl wahr. Aus diesem Grund haben wir eine Lösung entwickelt, all diese Probleme löst und auch einige nette Vorteile hinzufügt. Die Logistikgruppen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Die Lösung besteht aus 3 Hauptteilen. Sie können Logistikanfragen einer benannten Gruppe zuweisen. Anschließend werden alle Orte, die dieselbe Gruppe verwenden, automatisch synchronisiert. Wenn Sie etwas ändern, Sie können für jede Entität mehrere Logistikgruppen haben. Sie können die einzelnen Gruppen jederzeit ein- und ausschalten. Das finde ich
das ist eine sehr, sehr coole Idee mit den Gruppen, dass ich einfach Gruppen habe, die ich einmalig einstelle. Und dann sage ich einfach einer Kiste, hier, du nimmst jetzt die Gruppe XY. Und wenn ich später 10 Kisten habe, die XY nutzen und ich merke, da fehlt was, dann muss ich einfach nur die Gruppe bearbeiten, einfach was hinzufügen. Und alle 10 Kisten, die diese Gruppe verwenden, wurden aktualisiert. Und ich muss nicht mühselig diese 10 Kisten finden, ne, die das eingestellt haben. Eine sehr, sehr coole Idee. Ich hoffe aber auch, man kann auch ohne Gruppen arbeiten. Weil manchmal braucht man es vielleicht auch nicht. Wenn ich jetzt eine spezielle Kiste habe für eine spezielle Fabrik, brauche ich ja nicht jedes Mal eine Gruppe. Aber mal schauen. Ich denke da zum Beispiel an Fabriken, die man später in Blaupausen hat und kopiert. Und man hat dann halt 3-4 Mal diese Blaupause gesetzt und irgendwann fällt einem auf, ach verdammt, von der Berechnung her reicht es gar nicht, ich muss da viel mehr einstellen, ich brauche viel mehr, muss da hingeliefert werden. Und dann habe ich halt 6 Fabriken, muss 6 Mal einstellen und so habe ich halt eine Gruppe, ne? Also, coole Sache. Die endgültige GUI-Lösung ist ebenfalls das Ergebnis zahlreicher Iterationen. Das Hauptziel besteht darin, die Verwendung einigermaßen einfach zu gestalten. Wenn Sie sich überhaupt nicht für Gruppen interessieren, in diesem Fall haben Sie nur die eine unbekannte Gruppe und verwenden sie auf die gleiche Weise wie in 1.1. Ah, okay. Das heißt, ich kann entweder meine Gruppe auswählen oder ich nehme einfach eine No Group Assigned, also eine Gruppe, die ich nicht beschrieben habe, dann funktioniert so wie bisher auch. Und ich kann, das finde ich auch cool, ich kann halt auch sagen, du benutzt jetzt die Gruppe und die 2 Gruppen. Also, man kann das kombinieren. Sehr cool. Es gibt diverse nervige Probleme, dass sie mit Spider-Drones hatten. Während ich spielte, musste ich immer mehr Müllanfragen für alle Dinge hinzufügen, die sich aufsammeln könnten. Zum Beispiel Holz, Stein, Erze. Im Grunde jede Art von Unordnung, auf die sie beim Rückbau stoßen. Als ich ungefähr das 10. Element zum Löschen hinzugefügt, wurde mir klar, dass es immer ein zusätzliches Element geben wird, das ich vergesse. Und dass ich eigentlich alles löschen möchte, das nicht angefordert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Feature-Idee offensichtlich. Deshalb haben wir das Kontrollkästchen unaufgefordert in den Papierkorbwerfen hinzugefügt. Wenn es aktiviert ist, wird alles, was nicht ausdrücklich angefordert wird, direkt in den Papierkorb verschoben. Dies hat auch den sekundären Vorteil, dass sie veraltete Anfragen nicht im Speicher ansammeln, wenn sie die Anfrage einer Gruppe ändern. Stimmt. Die unaufgeforderte Verwendung des Mülls in der persönlichen Logistik kann manchmal unerwartete Konsequenzen haben und es dauert eine Weile, bis man sich dessen bewusst wird. Es ist mir schon so oft passiert, dass ich diesen neuen Gegenstand in meinem Inventar aufgenommen habe, er sofort im Papierkorb verschwand und bevor ich merkte, dass was los war, trugen ihn die Roboter fröhlich aus meiner Reichweite. Aber als ich ihn bekam, ich gewohnt mich daran und schaltete es ein oder aus. Je nachdem, was ich tat, es wurde zu einem Ding, und die ich nicht mehr spielen konnte. Okay. Ich weiß nicht, ich hatte... Gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich in der Vergangenheit sehr wenig logistisch benutzt habe, weil es mir einfach persönlich nicht gefallen hat. Und ich Robis eigentlich immer nur zum Bauen benutzt habe und nicht zum Material transportieren, weil Zugfan. Sowohl die Funktionen für Logistikgruppen als auch für den nicht angeforderten Müll sind für Spieler, Request-Runes, Spider-Drones, Robot-Reports, Raketensilos, Raumplattformen, Hubs und Landeplätze einheitlich und werden in 2.0 Basisspiel verfügbar sein. Der kleine Bonus obendrauf. Ich möchte Ihnen mein Lieblingsbeispiel für die Nutzung von Netzwerken für Einsteiger, Fortgeschrittene zeigen, um eine notwendige Änderung in Bezug auf die Logistikgruppen zu veranschaulichen. Wir sehen hier einen Bahnhof. Wenn Sie wissen, was in Factorio los ist, haben Sie wahrscheinlich gelernt, dass es nicht die beste Idee ist, Ihr Logistiknetzwerk über all Ihre Erweiterungen und Verteidigungsgebäude zu verteilen. Generell ist es besser, mehrere kleine Logistiknetzwerke zu haben, damit die Roboterlieferungen schneller erfolgen. Ja. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass es eine gute Idee ist, eine Möglichkeit einzurichten, Ihre Verteidigungsbereiche automatisch im guten Zustand zu halten, damit Beißer in der nicht irgendwann zerstören. Dies wird noch nützlicher, wenn Sie sicherstellen müssen, dass Ihre Basis lange genug ohne Ihr physisches Anwesenheit in der Erweiterung der Weltraumzeit also überleben kann, bevor Sie über Spider-Trons oder Artillerie verfügen. Da ist es sinnvoll, das Wall-Nachschubsystem einzurichten, bei dem es sich im Grunde um einen Zug handelt, der alle benötigten Materialien an die separaten kleinen Logistiknetzwerke rund um die Verteidigungsgrenzen liefert. Damit dies wirklich funktioniert, sind nur wenige Kombinatoren erforderlich. Wir haben jetzt hier einen arithmetischen Kombinator, der hat verschiedene Input-Signale und verschiedene Output-Signale in einem Minusbereich. Wir gucken den hier an, okay, wollte ich gerade nur feststellen. Der ist hier unten verbunden mit einer roten Kiste. Und geht auf diesen Strommast und der Strommast ist wiederum verbunden mit dem Greifer, dem Bahnhof und dem Vergleicher.
Der konstante Kombinator definiert, was am entferntesten Außenposten benötigt wird und wird subtrahiert, was wir haben, von dem, was wir brauchen, um die Liste der fehlenden Materialien zu erhalten. Also hier drin steht, was wir haben und es wird dann damit verrechnet. Dies kann verwendet werden, um das Entladen des Einlegens aus dem Zug zu steuern und um den Bahnhof zu deaktivieren, aktivieren, um den Zug nur bei Bedarf anzurufen. Sprich, alle Bahnhöfe heißen einfach gleich und je nachdem wird er aktiviert, deaktiviert. Alles ist schön und einfach und ein Vanilla-Problem ist machbar, aber das System hat ein Problem im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise. Möchten Sie im Nachschubstation neue Artikel hinzufügen oder die Artikelmenge ändern? Ja, und da ist natürlich so eine Gruppe richtig geil. Solange Sie keinen riesigen Schaltkreisnetzwerk für die gesamte Karte erstellen möchten, müssen alle konstanten Kombinatoren, einer in ihrer Hauptbasis und einer pro Entfernstation manuell aktualisiert werden. Manuell. Ohne Möglichkeit, es zu automatisieren. Das ist inakzeptabel. Die Lösung, da wir gerade ein Logistikgruppensystem fertiggestellt hatten, suchten wir auch eine Möglichkeit, den Inhalt der Logistikgruppen mit dem Schaltungsnetzwerk zu lesen. Die Lösung steht offensichtlich. Konstanten Kombinatoren verwenden für ihre Konfiguration genau das gleiche System wie die Anforderungsidentitäten, sodass verschiedene Kombinatoren auf der Welt automatisch synchronisiert werden können und der konstanten Kombinator sogar mit angeforderten Entitäten synchronisiert werden kann. Das ist geil, weil dann kann ich hier einfach sagen, zack, Gruppe und fertig. Wie Sie vielleicht erraten haben, ist dies nicht das letzte Mal, dass wir über die Schaltungsthemen sprechen. Wir haben Dinge, die es sowohl zugänglicher als auch leistungsfähiger machen. Aber da dieser Beitrag ziemlich lang wird, wird es ein anderes Mal besprochen. Oh, das heißt, beim nächsten Mal geht es vielleicht wieder um Schaltungen. Das wäre auch noch eine schöne Sache. Vielleicht auch ein bisschen Vereinfachung. Also, ja, einfach Vereinfachungen für die Schaltungen noch zusätzlich. Bisher kam nicht viel bei Schaltungen dazu. Man hat halt die Grafiken angepasst, die Schatten und entsprechend die Leitungen, wie sie durchhängen, dass sie optisch schöner sind, dass man besser sieht, welches Kabel wohin geht. Aber ich bin gespannt, was da noch so darauf zukommt. Ich frage mich auch für die Gruppen. Hier sieht es ja noch ganz okay aus. Hier wird halt eine Gruppe angezeigt. Aber wie ist das, wenn ich dann mal so 20, 30 Gruppen definiert habe? Habe ich dann hier eine riesen Liste, wo ich einen Haken setzen kann? Das wird ja immer riesiger. Ich hoffe, dass man ein Suchfenster kriegt, dass ich das hier quasi eigentlich am Anfang, wobei hier steht der Add Section, ne? Ich denke mal, das wird sein. Wenn ich hier draufklicke, kommt mein Suchfenster mit allen Gruppen und dann kann ich da Textfensterchen eingeben, was weiß ich, Wall und dann kommt alles, was mit Wall ist. Ich denke mal, das wird so sein, sonst würde das ja hier nicht so da sein. Von dem her, ja, ist eine nette Änderung. Also das mit der Gruppe finde ich sehr, sehr gut. Klar, ich überlege gerade, ja, ich nutze Logistik noch nicht so oft, weil, wie gesagt, ich bin einfach ein großer Fan von Zügen. Aber das Beispiel, was sie gerade gezeigt haben, ist eigentlich perfekt, weil genau dafür nutze ich es auch, dass ich halt verschiedene Außenposten habe mit Mauern, Türmen, was man halt so braucht. Und einen Versorgungszug habe, der da immer wieder hin und her fährt. Und wenn dann irgendwann einem dann einfällt, gerade zum Beispiel bei Munition, am Anfang sagt man halt, ja, ich habe nur die rote Munition, dann stelle ich das halt ein. Und irgendwann habe ich dann halt Uranmunition und dann muss ich halt auf jede Basis gehen und das alles ändern. Und so kann ich die Gruppe einfach anpassen und sagen, so, ab sofort forderst du jetzt nicht mehr rot an, sondern Uranmunition. Von dem her, ich finde das cool. Ich drücke auf die Rakete drauf, klicke erstmal daneben. Ich bedanke mich. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr Interesse zeigt, hier mir einfach zu folgen und euch einfach meine Meinung anzuhören. Schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich nach wie vor wahnsinnig auf dieses wunderschöne Add-on und verabschiede mich. Dankeschön fürs dabei sein. Macht's gut, haut rein und ja, wenn die Streams wieder laufen, ihr findet mich auf Twitch, einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Da findet ihr den Link dazu. Bye, bye.